In dieser Aufgabe geht es um das Geschwindigkeitsgesetz und die Reaktionsordnung. Wir haben folgende Tabelle gegeben mit Anfangsgeschwindigkeiten und Konzentrationen einer Reaktion mit 4 Reaktanten und sollen daraus das Geschwindigkeitsgesetz ermitteln. Wir wenden die sogenannte Isoliermethode an, das heißt, wir suchen gezielt nach Versuchspaaren, die sich nur in einer Konzentration unterscheiden. Wir vergleichen zum Beispiel das dritte und das fünfte Experiment. Wir sehen, nur die Konzentration von B hat sich geändert, die hat sich verdoppelt. Und da sich hier auch die Reaktionsgeschwindigkeit verdoppelt hat, haben wir eine Reaktion erster Ordnung bezüglich B. Wenn wir die erste und die zweite Zeile vergleichen, dann sehen wir, dass eine Verdreifachung der Konzentration von A keinen Einfluss hat auf die Reaktionsgeschwindigkeit. Also ist die Reaktionsordnung bezüglich A gleich 0. Ähnliches gilt für den Einfluss von C. Auch dieser hat keine Bedeutung für die Reaktionsgeschwindigkeit. Auch die Reaktionsordnung bezüglich C ist gleich 0. Wenn wir die Konzentration von D verändern, zum Beispiel vom Versuch 3 zum Versuch 4, um Faktor 1,5, dann ändert sich auch die Geschwindigkeit um Faktor 1,5. Das heißt, auch hier haben wir eine Reaktion erster Ordnung bezüglich D. Insgesamt haben wir ein Geschwindigkeitsgesetz R gleich K mal B mal D. Wir können K ausrechnen, indem wir eine beliebige Kombination von Geschwindigkeit und Konzentration einsetzen. Wir erhalten K gleich 0,04 1 durch bar